Shalom Aleichem. Ich bin Sura Rukhl Schaechter. Und ich bin Yiddish Jochnowitz. Seid begrüßt in unser Kochprogramm Es gesinnte Heid. Heute wollen wir machen ein beliebt Nachl bei Jiden. Kasha Varnishkes. Das Mal wollen wir machen Varnishkes on Gluten. Gluten ist ein Protein von Weiz und ein Sach Menschen sind sensitiv zu dem. Ja, und also als Kasha hat Seidi nicht kein Gluten, hat sich gelegt auf den Sechel zu machen, Kasha Varnishkes und Gluten mit einer Schwemmelsauce. Ich will anheben mit der Varnishkes. Du hab ich 1,5 Teppel Reismehl. Reismehl ist ein Mehl, was hat nicht kein Gluten. 1,5 Teppel ist ein eher 7 Onzen. Ich mache ein Griebel in mitten. Und ich gebe sie 2 Eier, ein bisschen Salz und ein bisschen Bäumel. Wie ihr bemerkt, nützt sie nicht kein Schüssel oder kein Teller. Wir können nützen dem Tonbank. Ein bisschen geht aufgewaschen. Es ist sehr praktisch. Ein Löffel Bäumel, 2 Eier, klein bisschen Salz. Und 7 Onzen oder 1,5 Teppel Reismehl. Macht von dem ein Teig. Knete es mit die Hand. Du weißt, Eve, in unser Heim, in ein paar Sachjüdisch andere Jeden, hat mir gesagt, Varnishkes, nicht Varnishkes. Ah. Ihm sagen wir Varnishkes. Oh ja, in Amerika sagt man also alle Varnishkes, aber bei jedem Schrende geheimen hat man gesagt Varnishkes. Ah. Und von wann ist das Wort Varnishkes? Ich habe bis euch gesagt, ich habe gefragt bei etlichen Sprachkennern, keiner weiß bei ihm es nicht. Sie meint Lokschen, aber man nutzt das nur für die Lokschen, die Schnips-Lokschen. Also sieht das wie ein Schnips. Ja, wie ein Flatterhol. Wie ein Flatterhol. Ort hat jetzt schon einen Teig, wo es wird sein, gering euch zu kratzen, euch zu walgeren. Ihr bemerkt, wie sie shit von den Saaten. Das ist der Eifen, was ich mir darf, das Team. Es ist bei Emmes ein bisschen geringer, euch zu wagen in einem Teig ohne Gluten. Weil der Gluten macht Weizenteig sehr elastisch. Ja. Es kämpft ein bisschen gegen die Bäckerin. Das ist das, was Menschen haben lieben. Sie essen einen Bagel. Oh. Also, es gibt mir einen rasten Bagel. Aber wenn man hat nicht kein Gluten in den, ist es ein ganz anderes Gefühl. Ja. Wildes Eisbalgerin sehr dien an erich a 16 von a Zoll. Und da hab ich 2 Schneidräder zu schneidende Lokschen. Einer a gleicher, einer a zerbatterter. Mit dem gleichen schneide ich dien a passen. Seht euch wie Elsen. Das ist schön gemacht. Die von euch, was haben eine Lokschenmaschine, ist sehr gut, aber die meisten von uns haben nicht als ein Luxus. Ist der Fall nicht mehr so eine Schneidräder. Noch ein bisschen ab da. Und als man hat viele nicht kein Schneidrädel, ist mit einem Messer. Und mit einem Sterbatterten schneide ich in der Richtung. Ein bisschen breiter. Ups. Welchen Tag weiß wie der Lokschen, wie der Schnips-Lokschen. Und jetzt dort kickt sich die Gitzi, knetscht die Varnishkes in mitten und hat... So auf euch sehen wie ein Schnips. Sehr schön. Gut, das mir helfen ein bisschen? Ja. Weil wie viel das ist sie tricken, ist, darf ihr pushen ein bisschen mehr quetschen zusammen, wird sich das kleben besser. Ich setze noch mal anlegen die Varnishkes in ein Becken. Jetzt gehen wir machen die Kasha.
Kasha is sehr betan für mein Mathis mit geprägelte Zibbele, in speziell für die von uns, was kennen nicht wissen, zu viel Salz, gibt die Zibbele zu ihr pikanten Tarn. Ich lasse, was ihr darf tun, ist ihr darf das schneiden, sehr dünne Reiflach. Okay. Und jetzt gehen wir zu bringen, die Zibbele zum Eugen. Wir werden es prägeln. Das heißt, also ihr darf tun zwei Patellnies. Eins zu prägeln die Zibbele und der zweite für die Kasche. Wollen wir gehen zum Eugen? Erst wenn es die Patellnie ist heiß, ihr darf pushen, stellen durch die Hand und könnt ihr schön fühlen die Hitze. Jetzt ziehen wir an die Zibbele. Wir gehen das prägeln ungefähr 5-6 Minuten. Is wie ihr seht, dat is ungeheim bloß ein bisschen sich zu bräunen. Das ist pink geht und pink great geht zu machen die Kasche. Is auch wie man macht die Kasche. Die erste Sache, was wir darf tun, ist unstellen dem Ofen, dem Feuer. Sie darf sein sehr hoch, der höchste, was wir können machen. Ich lege daran ein Ei in die Kasche und ich mische es sehr gierig. Weil wir wollen, dass jedes Kerl so kriegen ein bisschen von dem Ei. Ihr seht, wie jedes Kerl ist schon nass von dem Ei. Also ich darf sagen. Und wie bald mein Patellnie ist heiß genug, will ich es daran tun, ohne Bäume. Weil klar ist kein Bäume. Weil wir wollen, dass das so haben, ein Tarn von Ziegenbräuts. Jetzt noch einmal, man stellt die Hand zu, zu fühlen, dass es genug heiß ist. Und wenn ihr fühlt, dass es schon great, schüttet ihr daran die Kasche. Und ich, mit dem Guppel, will ich zerquetschen die Kasche. Weil wir wollen, dass es soll werden, jedes Kerl soll sein Besinder. Mischt es ein bisschen. Und noch einmal, quetschen und quetschen, alle Seiten. Und wieder einmal mischen. Ich habe genutzt ein Teppel Kasche. Und wir werden daran gießen zwei Teppel Wasser. Heißwasser. Jetzt kommt daran die Zibbele. Ich habe gemacht kleiner das Feuer, weil bald, wenn ich gieße daran, das heiße Wasser wird spritzen und ich will es auch nicht allein aufbrühen. Das ist der Feuer. Das ist besser zu verkleinern dem Feuer. Jetzt deckt ihr es zu. Also ich koche sich jetzt für eher 20 Minuten eine halbe Schuhe. Ihr könnt halten, geben mal einen Kick in 20 Minuten und sehen, ob es sich schon ganz neues gewebte Wasser. Jetzt dort macht eine Schwammensauce zu der Kasche. Dort habe ich die Schwammen und ich gehe sie gut ausschwenken und auswaschen. Jetzt hat schon gelernt in sämtlichen Kochbücher, also jetzt nicht waschen schwämmerlich, weil sie sind Schwammen und sie wollen einsappen zu viel Wasser. Das ist nicht damit. Jetzt können sie gut waschen. Und sie sappen ein nicht zu viel Wasser und wenn ja, macht nicht euch, weil es ist eine Sauce, sei wie sei, man wird sie geben Wasser. Nehmt eins oder zwei von den schönsten, perfektesten Schwämmerlich und macht von sie dienerrechtlich zu garnieren von euch später, euch willst. Es ist nicht kein Muss. Ja, und jetzt gehen wir zu schneiden der andere. Und die übrige wird man hacken auf kleine Stücke. Es macht nicht aus. Aber jede Stücke soll sein klein. Jetzt nicht darf nicht sein, Reif. Nein. Kleinige Stücke. Wir kennen das auch viele von einer Speismaschine, die Leute mitbringen. Und sie schneidet euch zwei Zwiebeln zu der Sauce. Schneidet sie auf kleine Stücke.
Reiftlich. Früher reiftlich. Und der noch kleine Stückelach. Warum so eine Paternie auf den Oven? Warum dann dieselbe Paternie, in welche es hat gemacht, die Zwiebel ist? Man darf es nicht auswaschen. Gibt sie Messlinenbäume? Seid liberal? Präge ab zunächst die Zwiebel. Noch 10 Minuten, als die Zwiebel sind schon ein bisschen bräunlich, gibt sie die Schwämmel. Kögelt sie ab noch 10 Minuten. Also sie kochen sich ab, während die Schwämmel ein Sach kleiner und es kommt heraus von sie ein Sach Saft. Kocht, bis sie werden gut trocken. In der Zeit, als die Schwämmel sind schon trocken, gibt sie schwarze Pfeffer. Ich habe lieb, sie zu geben ein Sach schwarze Pfeffer. Gibt sie euch ein bisschen Salz, gibt sie nicht zu viel. Und ein halb Löffel Paprika. Gibt sie auch ein 3 Löffel Reismehl. Und misch es gut aus mit den Schwämmen, es soll werden ein Einbrennen. Ob es wild ist, ist es sehr Geschmack mit Wein anstatt Wasser. Und ob es hat Wasser in was es hat schon abgekocht, Kartoffel oder andere Grünzen, ist mehr Tasse, das ist wunderlich. Jetzt dort in siedig gesalzen Wasser kocht ab die Varnishkes. Kocht sie ab auf 5-7 Minuten. Mischt ein bisschen die Varnishkes, sie sollen sich nicht zukleben. Wir wollen jetzt sehen, ob unsere Kasha Varnishkes sind gerät. Ihr seht, es ist aufgeblasen geworden, schön, weich. Und jetzt hier wir an Salz und Pfeffer. Ich habe angetan, das ist ein halb Löffel Salz und ein Viertel Löffel schwarzen Pfeffer. Ob ihr heute lieb mehr Salz und Pfeffer, könnt ihr auch anziehen mehr. Die Varnishkes sind schon gerät, sie haben sich gekocht 6 Minuten. Gehe ich sie durchsippen. Und jetzt prägelt ob das schöne Reftlich, was man hat gemacht von der beste, perfekte Schwämmelich. Jetzt ist die Sauce schon abgekocht, gebe ich sie Krepp und ein bisschen Krepp will ich nutzen von oben später zu garnieren. Die Kasha ist gerät, der Wein ist gestern gerät. Lassen wir sie jetzt ausmischen. Das ist mir sagen, das erste Mal, was Menschen, was Laden von Gluten, dann können essen Kasha Varnishkes. Aber das muss nicht nur die Kasha hat nicht kein Gluten, oder die Varnishkes auch nicht. Ist auch hat hier die Kasha Varnishkes, was speziell gemacht für Menschen, was haben Probleme mit Gluten, aber Geschmack für alle Menschen in ein vielfarbiges Salat zu machen schön auf dem Tisch. Wir hoffen, dass ihr gut verbracht auf unser Kochprogramm. Esst gesund.